Grüß Gott, wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zur Sendung der FT, eine Plattform. Thema Georg Büchner, Wojciech, Gesamtinterpretation. Ganz kurz, worin besteht diese Gesamtinterpretation? Ich habe aus den 4 Werken der Sekundärliteratur immer das Wichtigste zusammengebaut, dann eine eigene Struktur gegeben, sodass ihr über alles Zentrale der Schulsekundärliteratur exakt informiert werdet. Das ist der Ansatz. Was ich voraussetze, ist eine gute inhaltliche Kenntnis des kleinen Fragments, gell? Also mindestens solltet ihr den Inhaltsbrief kennen, also im Briefform habe ich den Inhalt zusammengefasst. Also das ist wirklich das Minimum. Besser ist den Inhalt, also eine Sendung, Inhalt kurz gefasst. Noch besser ist das, was ich eigentlich voraussetze, ist, dass ihr das Werk gelesen habt. Und wenn ihr fragen, wo findet ihr das Ganze? Hier habt ihr meinen Namen, Klaus Schenk, www.klausschenk.de. Also da habt ihr so einen Kaschmit, da steht Wojciech drin und ein Büchner. Klickt es halt an, ein Ordner. Egal auf welche Homepage ihr jetzt geht, spielt gar keine Rolle. Auf beiden ist es drauf. Also hier findet ihr Materialien und ich würde euch jetzt wirklich raten, wirklich, druckt euch doch das Manuskript aus, das ich jetzt hier vor mir liegen habe. Ich gebe euch jetzt ganz kurz eine Kapitelübersicht, genau die Themen, also wie gesagt, ich habe es zusammengebaut aus der Sekundärliteratur. Später, wenn es im Netz ist, werde ich zu jedem Kapitel die Minutenangabe heraussuchen, ins Manuskript schreiben, sodass ihr im Manuskript genau findet, in welcher Minutenzahl mit Sekunden kommt das und das Thema vor. Ihr könnt dann exakt zusammenbauen, was ihr wollt. Also ihr könnt sagen, wir interessieren uns für Personen, wir interessieren uns nur für Worte. Kein Problem, ihr kriegt genaue Minutenangaben. Wie gesagt, ich kann es erst machen, wenn es im Netz ist und ich dann sehe, an welcher Stelle es ist. Jetzt zur Kapitelübersicht. Ich gehe jetzt mal die Kapitel durch. Erstens, Büchner Biografie. Zweitens, der historische Wojciech. Drittens, Inhalt, Versuch einer Tagesstruktur. Viertens, Personenkonstellation durch Namensgebung. Fünftens, Personen, und jetzt die Personen, Franz Wojciech, Marie Zickwolf, Tambourmajor, Doktor, Hauptmann und Andres. Sechstens, Büchners Ansatz. Siebtens, Thema Eifersucht. Achtens, Thema Sprachlosigkeit. Neuntens, Thema Wahnsinn. Zehntens, Thema Gesellschaft. Und elftens, Gesamtaussage, Märchen der Großmutter. Ich starte mit erstens Büchner Biografie. Ganz, ganz kurz. Geboren 17.10.1813 in Gottelau im Großherzogtum Hessen. Gestorben 19.02.1837. Also der arme Kerl wurde nur 23 Jahre alt und starb an Typhus in Zürich. Sein Vater war Bezirksarzt, vielleicht eine Begründung für das Medizinstudium von Büchner, aber er kannte auch die soziale Situation der Patienten, diese armselige, diese problematische Situation. Studium der Medizin in Straßburg, er wohnte bei Pfarrer Jekle, ein Bekannter der Familie. Er verliebte sich in die Tochter Wilhelmine, die verlobten sich dann und sie wird dann auch seine Frau werden. Dort war er in der politisierten Studentenverbindung Eugenia. Sie vertrat die Auffassung, dass der Umsturz der Verhältnisse gewaltsam geschehen muss.
Und dort machte er die erste Bekanntschaft mit Frühsozialisten. Da wisst ihr schon wieder die politische Richtung. Er musste dann nach Gießen zurückkehren. Er konnte nur 2 Jahre im Ausland sein, also in Straßburg, studieren. Er sieht jetzt besonders scharf die Armut der Landbevölkerung. Also Straßburg war viel freier, viel offener, gar kein Vergleich. Er gründet in Gießen dann die erste frühkommunistisch-revolutionäre Vereinigung in Deutschland. Die Flugschrift kennt ihr vom Titel her, der Hessische Landbote, Frieden den Hütten, Krieg den Palästen, Schlagwort. Es droht ihm dann die Verhaftung, er flieht nach Straßburg. Dort arbeitet er an seiner Medizinpromotion, also nichts Politisches. 1836 beginnt er mit Woyzeck und in der Zeit in Zürich hauptsächlich. Dort hat er dann die Doktorwürde bekommen und beginnt eine Lehrtätigkeit. So. Zweitens, der historische, also nochmal, historische Woyzeck. 1780 in Leipzig geboren. Er macht eine Ausbildung als Perückenmacher, geht auf die Wanderschaft, ist ein einfacher Soldat in mehreren Armeen. Mit 30 gibt es psychische Auffälligkeiten. Er hat ein gemeinsames Kind mit der damaligen Geliebten, die wiederum hat ein Verhältnis zu anderen Soldaten, also in Richtung Dirne. Woyzeck hat dann sehr starke Alkoholprobleme und wird straffällig. Er kehrt zurück nach Leipzig, fängt dort an ein Verhältnis mit der Stieftochter Johanna Wost, seines letzten Lehrherrns. Auch hier wieder weitere Bekanntschaft, das geht auch wieder in den Bereich von Dirne. Woyzeck macht Gelegenheitsjobs. Er wird als Stadtsoldat abgelehnt und hat fast kein Geld. 1821 ersticht Woyzeck mit 41 Jahren, Wost, die 46 Jahre alt ist, im Eingang ihrer Wohnung. Er wird sofort gefasst und 1824 hingerichtet. Es hat schon mal gewisse Unterschiede, natürlich auch deutliche Parallelen. Die zentrale Fragestellung ist eigentlich nicht der Eifersuchtsmord. Das ist nicht das Thema, da gab es zig. Sondern die zentrale Fragestellung im Prozess war ja die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Und das war die zentrale Frage. Es gab ein Gutachten durch Dr. Klaros, der sagte, Woyzeck ist voll schuldfähig, er ist zurechnungsfähig, also Todesurteil. Dann gab es Diskussionen, es gab ein zweites Gutachten, wieder von Dr. Klaus, wieder identisch, also schuldfähig, Todesurteil. Aber jetzt wird es wichtig. Dieses zweite Gutachten erscheint 1824 als Buch und in einer medizinischen Zeitschrift. In dieser medizinischen Zeitschrift veröffentlicht auch der Vater Büchner. Also von daher, und damit steht auch diese Zeitschrift im Bücherschrank der Büchners. Von daher kannte natürlich Büchner, also Georg Büchner, das Gutachten, den Sachverhalt, die Argumentation und so weiter. Für Georg Büchner ist dieses Gutachten, dieses, die Quelle für sein literarisches Werk, für sein Fragment, gell? Für sein Drama. Und er übernimmt teilweise wörtliche Argumentationen, wörtliche Zitate aus dem Gutachten in dieses Fragment, in dieses Drama-Fragment. Es gibt auch nach der Hinrichtung einen Expertenstreit, ist er zurechnungsfähig oder nicht? Und wenn er jetzt Büchners Woyzeck sieht, ist es letztendlich eine literarische Gegenschrift gegen das Gutachten und gegen das Todesurteil. Also hat eigentlich zunächst einmal nur begrenzt, was mit den Zielen, also ist nicht die Literatur, sondern die Diskussion über die Zurechnungsfähigkeit, nur auf literarischer Ebene. Das Werk Woyzeck ist eine Kombination von 3 Mordgeschichten, aber die zentrale habe ich euch gerade erzählt. Drittens,
Inhalt, Versuch einer Tagesstruktur. Ihr wisst, es ist ein Fragment. Von daher ist es eine Möglichkeit. Also ich habe jetzt mal die gewählt, die mir am stärksten eingeleuchtet hat. Es gibt auch in der Sekundärliteratur andere. Man kann nicht exakt sagen, wie diese Tagesstruktur gestaltet ist, wie viele Tage es waren und wann was stattgefunden hat. Es ist ein Fragment, es ist unvollendet, es fehlen Teile. Es sind vier Handschriften, die dann kombiniert wurden. Also, erster Tag, diese Stücke schneiden, die Musikkapelle mit dem Tambourmajor zieht in die Stadt ein, der Tambourmajor wird wahrgenommen von Marie und Marie wird wahrgenommen vom Tambourmajor. Am Abend geht Wojciech und Marie auf den Jahrmarkt, auf die Messe und dort kommt es zur ersten Begegnung mit dem Tambourmajor und Marie. Zweiter Tag. Der Tambourmajor schenkt Marie Ohrringe. Das ist der erste Verdacht von Wojciech, wie er das sieht. Dann kommt die Hauptmann-Szene, also mit dem Rasieren und so weiter, ein Gespräch. In der Zeit ist der Tambourmajor aktiv bei Marie, also liegen zusammen im Bett. Es wird nicht so geschrieben, aber das ist geschehen einfach. Der Tambourmajor wird fast von Wojciech überrascht. Dieser kapiert natürlich jetzt die Situation. Dieser macht Marie schwere Vorwürfe, also Hure und Sünde und so weiter. Dann kommt die Doktorszene, also Erbsendiät und Gespräch über Freiheit und so weiter. Dann sind der Doktor und der Hauptmann auf der Straße. Wojciech rennt vorbei. Und da macht der Hauptmann diese Andeutung, dass Marie ein Verhältnis mit dem Tambourmajor hat, dass sie also fremd geht. Wojciech geht dann an dem Abend gezielt ins Wirtshaus, wo er dann durch das Fenster beobachtet, wie intensiv Marie mit dem Tambourmajor tanzt. Dritter Tag. Am Morgen ist die Demütigung Wojciechs durch den Tambourmajor. Wojciech kauft ein Messer beim Juden. Wojciech verteilt seine wenigen Habseligkeiten an Andres. Er verlässt am Abend mit Marie die Stadt. Sie wird ermordet. Wojciech geht zurück ins Wirtshaus. Er geht jetzt ins Wirtshaus. Dort wird festgestellt, dass er blutverschmiert ist. Er geht zum Tatort zurück, um das Messer, das er liegen gelassen hat, in den Teich zu werfen und sich das Blut abzuwischen und abzuwaschen. Und dann wird die Leiche entdeckt. Viertens. Personenkonstellation durch Namensgebung. Ich habe drei Gruppen und diese werden gewichtet durch die Vor- und Zunahmen. Also das Höchste ist die Individualität mit Vor- und Zunahmen. Dann habt ihr die reduzierte Individualität und dann habt ihr den Typ. Also ich fange an mit dem Individuum. Das hat einen Vor- und einen Familiennamen. Das geht also nicht um eine Typisierung von irgendwelchen Berufsständen. Es geht um ein Individuen. Und alle diese Individuen gehören der untersten Gesellschaftsschicht an. Also besondere Wertschätzung und Sympathie von Büchner gehören Franz Wojciech und Marie Zickwolf. Ja? Die haben Vor- und Zunamen. Jetzt reduzierte Individualität, also nur den Vornamen. Das ist eine fortschreitende Typisierung. Andres Soldat, Käthe Hure, Margret Nachbarin und so weiter. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, das ist der Beruf als Ausdruck der Hierarchie. Und hier ist eine abgeschlossene Typisierung. Also sie sind nicht gezeichnet als Individuen, ja, sondern als Typ. Hauptmann, Doktor, Tambourmajor, Marktschreier oder Ausrufer, der Jude, also Händler. Fünftens, Personen. Ich starte mit Wojciech. Er ist
ein Anti-Held. Es war eine Revolution letztendlich in der künstlerischen Tradition. Den Helden waren ja normal adlig und Oberschicht und so weiter. Jetzt überlegt euch mal, die soziale Verortung des Soldaten. Also ihr müsst davon ausgehen, der Soldat ist wirklich auf der untersten Stufe, ich sag's mal ein bisschen hart, aber das kommt gleich so vor, zwischen Tier und Mensch. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ihr werdet es aber gleich kapiert oder ihr wisst es sogar schon. Als Soldat wurde der Affe verkleidet, gell, auf dem Jahrmarkt. Also 12.23, zur Information, wenn ich sage 12.23, dann heißt das Seite 12, Zeile 23. Und da heißt es, unterst, also über den Soldaten, unterst Stuf von menschliche Geschlecht, 12.23 folgend. Also da seht ihr, auf welcher Stufe es sich Wojciech befunden hat. Und Wojciech und auch die anderen waren sich bewusst dieser sozialen Verortung. Und sie haben sie als bedrückende Erfahrung gespürt und auch selbst sich so charakterisiert. Sie gehörten zu den Paupern, also Pauparm, ja, zu den Armen, nicht sesshaften Tagelöhnern, Landarbeiter und einfachen Soldaten. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar Zitate. Da merkt ihr, wie diese Leute sich bewusst waren, wo sie stehen. Wojciech, wir arm Leut, 15.5 und 16.29, Wojciech. Ich bin ein armer Kerl, 17.14 folgend. Ein armer Teufel, 22.33. Marie, ich bin nur ein arm Weibsbild, 14.21. Marie über ihr, über ihr Baby. Bist doch nur ein arm Hurenkind, 10.23 folgend. Und die finanzielle Situation bei Wojciech bedingte seine pausenloses Gehetztsein. Er hatte Verantwortung für drei Personen, gell? Für sich natürlich, für die Geliebte und für das Baby, ungefähr ein Jahr alt ist. Jetzt mal ganz kurz Informationen zur Besoldung. Die Besoldung eines Infanteriesoldaten, also freie Unterbringung in der Kaserne, ist ja klar, und eine Brutration, und täglich 7 Kreuzer. Für die täglichen Nahrungsmittel brauchte man so ungefähr pro Person 5 Kreuzer. Also musste er, der arme Wojciech, Nebenjobs annehmen, um die anderen 2 Personen ernähren zu können. Dann war die Rasur beim Hauptmann. Und 2 Groschen täglich als Versuchsobjekt, also 1908 ist das, als Versuchsobjekt beim Doktor. So schnell mal ein paar Aspekte vom Tagesablauf Wojciechs. Am Morgen geht er zu Marie, um sie mit Geld zu versorgen. 15.05 fortfolgend. Weiter sieht er sie am Abend, 11.08 bis 24, 15.09. Und dann gibt es einmal dieser Ausgang zum Jahrmarkt oder zur Messe, die 3. Szene. Die Nebenbeschäftigungen von Wojciech sind beim Hauptmann, das Rasieren, und beim Doktor dieses mit dem Erbsenexperiment. Dann hat er die Aufgabe als Soldat, das Schneiden von Stöcken, 1. Szene, und der Wachdienst, 11. Szene. Und dann natürlich die Übernachtung in der Kaserne, die 14. Szene. Und woran scheitert die Eheschließung? Sie scheitert nicht daran, dass er nicht tugendhaft ist, sondern er hat einfach das Geld nicht. 16.29 folgend. Und nun erfährt er Demütigungen von allen. Erstmal durch den Hauptmann. Wojciech ist ja dienstlich abhängig von ihm. Er wird verbal schikaniert und auf ein Jawohlsagen reduziert. Dann habt ihr natürlich Demütigung durch den Tambourmajor. Der spannt ihm die Geliebte aus und ist ihm körperlich überlegen. Doktor, dann hat die 19-tägige Erbsendiät oder Erbsenexperiment, das bringt physischen Schaden mit sich, also ungleicher Puls, Zittern, Schwindel, Haarausfall, 24, 32 folgend, 25, 11 fortfolgend. Dann hat er auch psychische Schäden, also schwere Psychosen,
in 22, 31 Folien wird der Terminus technicus genannt, also der Fachbegriff. Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies. Er hört von innen und von außen Stimmen, 20, 10 fortfolgend und 28, 5 fortfolgend. Er hat Weltuntergangsvisionen, 9, 24 folgend und 27, 14 fortfolgend. Verfolgungswahn, es sind die Freimaurer, die ihn verfolgen, 9, 17 fortfolgend. Dann wird er zum Demonstrationsobjekt für die Nähe zum Tierreich, also mit der Ohren wackeln wie ein Esel, 25, 9 folgend. Bei der Marie, er genügt einfach nicht ihren Sexbedürfnissen, ihren sinnlichen Bedürfnissen. Er wird von ihr belogen und betrogen, 14, 28 fortfolgend und die siebte Szene. Letztendlich ist der arme Typ ein Verlierer auf der ganzen Linie. Und er verliert zum Schluss sogar seinen letzten Halt. Seine Familie, seine Geliebte und so weiter. 22, 23 folgend. Mord aus Eifersucht, das ist eine Seite, aber die wahre Ursache im Sinne von Büchner ist die entwürdigende Lebensbedingungen. Die entwürdigende Lebensbedingungen, das ist eigentlich der Hintergrund für alles, was geschehen ist. Königs, also wenn ich sage Königs oder Klett oder Reklam, dann ist das die Sekundärliteratur. Königs, der Mord wird für Wojciech die einzige Tat in freiwilliger Entscheidung. Also, das will ich jetzt nicht austappen, aber durchdenken Sie mal. Der Mord als einziges Zeichen der Freiheit, sich gegen die Verhältnisse zu entscheiden. Einfach mal nur durchdenken. Überlegt es euch mal. Die Formation eines Menschen zum animalischen Wesen, ich habe es vorhin schon angedeutet, Königs, als letzten Widerstand gegen seine Rückbildung zum Tier begeht Wojciech einen Mord. Der Tambourmajor hatte ihn aus dem einzigen noch vorhandenen Umfeld, in dem er noch Mensch sein konnte, der Beziehung zu Marie, verdrängt. Also ist es Aufbegehren gegen die Entmenschlichung, also so ein bisschen in diese Richtung. Und Büchner geht davon aus, dass die meisten Staatsbürger damals im Großherzogtum Hessen frohnendes Vieh seien. So hat er es wahrgenommen. Jetzt der Unterschied zum historischen Wojciech. Also das habt ihr auch sicherlich gleich gemerkt. Der historische Wojciech ist noch eine Stufe weiter drunter. Der ist arbeitslos, er ist hungern, er ist betteln, er hat nicht einmal zum Stadtsoldaten gebracht. Ganz, ganz, also geht schon gar nicht mehr tiefer. Er ist 41 Jahre alt, also älter, viel, viel älter als der literarische Wojciech. 41 Jahre alt, lediger Obdachloser. In Büchners Werk ist er 30 und ein kasernierter Familienvater. Seine Geliebte, also im historischen Wojciech, ist 46 Jahre und wenig attraktive Dirne. Also wie gesagt, ständiger Männerwechsel. Und Büchners Marie ist eine attraktive junge Frau. Also, Geld geht davon aus, Büchners Drama ist kein Dokumentarstück. So, Marie. Attraktiv und sie hat die Sehnsucht nach sinnlicher Erfüllung, nach Sexualität, nach Sex. Und ist bereit, sich in dieser Sexualität in unbedingter Hingabe hinzugeben. Im Gegensatz natürlich zum Wojciech ist sie. Er ist redlich, er ist grüblerisch, er ist physisch und psychisch angeschlagen. Sie ist aber genau das Gegenteil. Sie ist aktiv. Sie hat vom Äußeren her, schwarzes Haar, schwarze Augen und sie wirkt unheimlich stark auf den Tambourmajor 12, 32 fortfolgend. Wie nimmt sie sich selbst wahr? Sie nimmt sich selbst wahr, ich habe einen roten Mund, ich bin wie die großen Damen, 14, 18 fortfolgend. Ja? Meine Lippen sind Ausdruck meiner Sinnlichkeit, also ich bin eine Frau, ich bin eine attraktive Frau, ich bin eine aktive Frau und mir steht jetzt zu, Männer oder einen entsprechenden Mann zu haben.
aus der Sicht von Wojciech zu Marie, 18,20 folgend: Marie, du bist schön wie die Sünde. Kann Todsünde so schön sein? Dann haben wir die Verbindung. Schönheit, Sünde, Schuld und dann natürlich auch den Mord. Was ist das Ziel von Marie? Sie will aus diesen bedrückenden Engen ihrer Verhältnisse, gell, in eine Welt des Glanzes. Das ist der Tambourmajor mit den Ohrringen. Eine Welt des Glanzes. Und sie nimmt keine Rücksicht auf bürgerliche Konventionen. In den Augen der Nachbarin ist sie, ich sag mal so ein Wort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, rallig. Das heißt, sie braucht immer Sex. 10, 19 fortfolgend. Sie ist ohne Kirche, also kein Segen, keine Taufe und keine Ehe. 16, 19 fortfolgend. Also jetzt in der Augen der Nachbarin und in der öffentlichen allgemeinen Wahrnehmung ist sie einfach eine Hure. 10, 23 fortfolgend. Wojciech spricht ja vom Hurenatem. 33, 21 Bezug auf sie. Sie schmeißt sich also dem Tambourmajor an den Hals. 18, 6 und 8 Szene. Sie ist eine Person für die Hingabe im Augenblick und des Augenblicks. Sie will leben. Und sie ist rücksichtslos in der Öffentlichkeit gegenüber den Folgen. Sie ist hier, sag's mal so ganz erlaubt, kackegal. Und sie ist voll Bewunderung für den Tambourmajor, 1725 fortfolgend. Gleichzeitig spottet sie ein bisschen über ihn, über seine Eitelkeit, 1733. Und sie lehnt ab, eine Tambourmajor-Gebärmaschine, 1804, zu werden. Marie ist sich bewusst, dass sie eine Grenzüberschreitung im Sinne der bürgerlichen Moral macht. Wie reagiert sie darauf? Mit Fatalismus. Sie sagt, was soll's? Also ihr würdet als Schüler sagen, scheiß drauf. 1511 folgend, 1808, und 1831. Sie ist die einzige Person, die im Stück lügt, 1430. Und sie empfindet Zerknirschung, Reue gegenüber diesem redlichen Wojciech. Zitiere, 1510 fortfolgend, allein nach einer Pause, also ist jetzt dies allein, Wojciech ist weg. Ich bin doch ein schlecht Mensch, also voll übersetzt. Ich bin doch einfach nur eine Hure. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt. Also, scheiß drauf. Geh doch alles zum Teufel. Mann und Weib. Reklam. In dieser fatalistischen Schlussfolgerung wird deutlich, dass sie sich bewusst ist, das erträumte Glück in der Beziehung zum Tambourmajor nicht zu finden. Szene 6 zeigt, dass sie weiß, dass der Tambourmajor sie sexuell attraktiv findet. Aber es ist nicht um eine darüber hinausgehende Beziehung, gar eine Ehe geht. Liebe ist nicht im Spiel, also reine Sexualität. Und damit bestätigt natürlich Marie den Vorwurf, eine Hure zu sein, ungezügelt zu sein, sexuell ungezügelt. Aber tut sie nicht so sehr in der Schublade. Die Treue als Wert ist ihr wichtig. Sie hat Vergebungshoffnung im Blick auf die Bibel. Sie liest ja der Bibel dann, hat ja das Bild der schönen Sünderin und die schöne Sünderin heißt ja Maria Magdalena, Lukas 7, 36 fortfolgend. Maria Magdalena und sie heißt ja Marie. Also diese Maria Magdalena, diese schöne Sünderin, kommt dann zu Jesus und salbt dann seine Füße mit Tränen und mit teurem Salböl und Jesus vergibt ihr. Und das ist ja auch die Sehnsucht für Marie, wie könnt die Vergebung bekommen? Ja, denkt, das spielt in der 17. Szene. Sie
hat die Sehnsucht nach Vergebung, aber sie weiß und sie sagt auch, mein Sexualtrieb ist stärker. Ich brauche einfach Männer. Ich kann nicht sündlos sein. Das ist ihre Aussage. Sagt sie ja so. Andres, einfacher Soldat, Stubenkamerad, Bettgenosse, 14. Szene. Bettgenosse braucht jetzt nichts, irgendwas zusammenreimen euch. Die hatten halt in der Kaserne ein Bett für zwei Personen. Also, wie gesagt, die Vertrauensperson von Wojciech. Die einzige Person, die ihn nicht unter Druck setzt und dem Andres vermacht ja Wojciech seine wenigen Habseligkeiten. Andres hat einen gesunden Menschenverstand im Gegensatz zum Wojciech. Schlichtes Gemüt, er singt immer Volkslieder, 1. und 11. Szene. Interessant ist, nur die armen Leute, 1629, singen Volkslieder. Also Marie, 2. und 4. Szene, die beiden Handwerksburschen, 12. Szene, Mädchen, 19. Szene und Käthe, 22. Szene. Die Ausnahme ist jetzt der Wojciech, das ist hochinteressant. Wann singt er denn? Er singt das gleiche Volkslied wie Andres in der 11. Szene nach dem Mord an seiner Geliebten. Also da hat das Singen eine Ventilfunktion, eine andere Funktion. Aber da ist er dann total gelöst oder, ich würde sagen, überdreht und so weiter. Jetzt nochmal Königs. Erst durch den Mord gewinnt Wojciech sein sprachliches Vermögen zurück. Also, überlegt es euch mal. Tambourmajor, er ist die Korrespondenzfigur zu Marie. Also der passt einfach zu Marie, gell? Und die Kontrastfigur zu Wojciech. Und damit ist klar, letztendlich passt Wojciech nicht zu Marie. Woher steht der Tambourmajor? Attraktivität, Sinnlichkeit. Sein Äußerliches, sehr positiv, 10-7 folgend, 17-25. Er hat Körperkraft, 15. Szene. Er macht ein für damals relativ kostbares Geschenk, diese Ohrringe an Marie, 14-7 fortfolgend. Es ist so eine Mischung von Draufgängertum und Galanterie, 12-32 fortfolgend, 10-8 folgend. Die Annäherung geschieht ja bei dem Jahrmarktsbesuch. Und interessant, das Schlimme ist, es war ja eigentlich der glücklichste Moment von Wojciech. Er war ja gelöst, er war ja zufrieden auf dem Jahrmarkt. Und genau da passiert die Annäherung. Dieser Tambourmajor zeigt seine materielle Wohlgestelltsein. Ihm geht es gut, er hat finanzielle Möglichkeiten. Also die Sache mit der Uhr auf dem Jahrmarkt, 1334 folgend. Und er hilft Marie beim Platzwechsel. Die wollte nur nach vorne. 14.2. Jetzt werdet ihr sagen, hey, das ist doch der Unteroffizier. Ist folgendes Problem. Vermutlich ist der Unteroffizier und der Tambourmajor identisch. Das Problem ist einfach das, es gibt vier Handschriften und in der einen Handschrift kommt der Tambourmajor gar nicht vor. Also setzt einmal den Unteroffizier und den Tambourmajor als gleiche Person. Treffen auf einer Gasse, also jetzt nochmal Tambourmajor. Tambourmajor zeigt auf der Gasse seine körperlichen Vorzüge, 1823, 22, 28 fortfolgend. Und es steigert sich, auch die Intimität steigert sich beim Tanzvergnügen, 27, 19 folgend. Es gibt eine doppelte Überlegenheit gegenüber Wojciech, einmal im militärischen Rang und dann natürlich im gesellschaftlichen Status. Zitat stark. So ist der Tambourmajor in allem gegensätzlich zu Wojciech. In der Positur, im Erscheinungsbild, in seiner Verführungskraft für das andere Geschlecht, in seinem Draufgängertum, seiner Körperkraft, seiner Oberflächlichkeit und seiner sexuellen Begierde. Doktor ist eine typisierte Figur. Sie steht für den Berufsstand der Ärzte, der Typus des zynischen Mediziners. Er hat nur Interesse für Symptome, also beim Wort spricht er immer vom interessanten Fall, 21-24, aber nicht am Menschen. Seine Diagnosen sind mitleidlos, also vom Standpunkt wissenschaftlicher Objektivität. Und er denkt natürlich nur an seine experimentellen Ziele und Zwecke. Also 19-33 fortfolgend, 21,
16 bis 27, 23, 2 folgend und 11 folgend. Er hat ein emotionales Defizit und Sarkasmus gegenüber Wojciech, 8. Szene, aber auch gegenüber dem Hauptmann, 9. Szene, und gegenüber den Studenten in der 10. Szene. Also hier müssen wir wieder aufpassen. Der Doktor und der Professor, das geht ein bisschen durcheinander. Vermutlich ist Professor und der Doktor die gleiche Person. Aus den gleichen Gründen, die ich vorhin erklärt habe, mit den verschiedenen Handschriften. Jetzt werde ich sagen, dieses Erbsendiät-Geschichte und dieses Erbsen-Experiment ist eine komische Geschichte. Nee, das ist nicht komisch. Diese Experimente wurden damals gemacht, also auch von Liebig, Gründer der Gießener Universität. Es waren Forschungsprojekte, es ging darum, günstige Nahrungsmittel für die ärmeren Schichten zu finden und fürs Militär. Er ist der Hauptmann. Er steht für die gesellschaftliche Ordnungsmacht. Er hat so verschwommene Gefühligkeit und unsoldatisches Erscheinen, also 21, 16 folgend, aufgedunsen Fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution, also zu Schlaganfall neigende Konstitution. Er ist melancholisch, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, also ein Kampf kann man mit dem nicht gewinnen. Er hat ein hohes Vokabular in Dauerschleife, Welt, Ewigkeit, Moral, Tugend, permanent Ich-Botschaften, die auf Mitleid abzielen. Im Gegensatz, ganz klarer Gegensatz zum Doktor, der steht für eine naturwissenschaftliche Präzision, also genau der Gegentyp. Der Hauptmann besteht aus Larmoyanz, also Weinerlichkeit und Boshaft, gell? Boshafte Züge hat er. Denn er spielt ja auf Marias Untreue an vor Wojciech. 22, 17 fortfolgend. Dazu kommt noch was anderes. Der Hauptmann ist natürlich neidisch, dass der Wojciech eine Partnerbeziehung hat. Denn er hat's nicht. Jetzt Begründung. Jetzt der reale Hintergrund. Es gab einen Beförderungsstau im Großherzogtum. Erst mit 42 wurde man zum Hauptmann befördert. Und wenn man heiraten wollte, brauchte man 4000 Gulden. Das war aber kaum leistbar. Also die Offiziere waren gezwungenermaßen ehelos. Und wie es was anders trieben, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Jetzt beim Hauptmann war es so, war der Neid auf das uneheliche Verhältnis, der hat jemand, 16, 19 fortfolgend, und sein Voyeurismus. Er hat immer die Mädel beobachtet, wenn sie über die Pfütze gesprungen sind, haben ihre Socke gesehen, ihre Strümpfe. 16, 36 fortfolgend. Das war seine einzige Befriedigung. Sechstens. Büchners Ansatz. Und das, da bleibe ich jetzt relativ stark an Zitaten. Diese Stelle ist ganz, ganz wichtig für eure Interpretation. Also das ist das A und O. Büchners Ansatz. Stark. Die Einsicht, dass das Dasein des Einzelnen in erheblichem Maß sozial determiniert ist, also festgelegt, wird in Wojciech literarisch ausgeführt. Freiheit ist an materielle Voraussetzungen gebunden, die nicht für alle gegeben sind. Der leidende Mensch ist sozial determiniert, also ist unfrei. Längeres Zitat bei Stark. Damit stellt sich Büchner in Opposition zum klassischen Konzept. Der Mensch ist kein frei über sich bestimmendes Subjekt, sondern abhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen. In diesem Sinne erklärt Büchner, also in einem Brief an seine Familie, es kommt das Zitat, ich verachte niemanden, am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden, weil wir durch gleiche Umstände wohl alle gleich würden und weil die Umstände außer uns liegen. Jetzt geht es weiter bei Stark.
Die menschliche Natur soll daher vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Bedingungen sichtbar gemacht werden. Der Einzelne ist nichts anderes als deren Produkt. Also überlegt es mal, ich vertrete die Auffassung nicht. Gleichstimmung, klar, ich komme von der Psychologie her, vom Individuum. Aber überlegt es euch und findet eure eigene Position. Also ihr seht ja die Sympathie Büchners für die Unterdrückten, denn nur sie haben Eigennamen, also Vor- und Zunamen. Oder auch nur Vornamen. Seine soziale Bedingtheit, seine Situation durchschaut Wojciech sehr wohl. Er sagt ganz klar, wer sich ein gutes Leben leisten kann, kann bürgerliche Wertvorstellungen entsprechen. Und wer sich eben nicht leisten kann, der kann auch nicht tugendhaft sein. Stark. Wessen Leben sich darin erschöpft, das nackte Überleben zu sichern, der ist eben nur Natur, 1710. Für den ist moralisches Verhalten unerreichbarer Luxus. 7. Thema Eifersucht. Wenn man sagt, das ist eine Eifersuchtstragödie, dann ist es einfach zu kurz gegriffen. Wichtiger ist die soziale Thematik, also ein Sozialdrama. Klett. Wojciech und Marie bezeichnen sich als arm. Ihr Verhalten ist von den materiellen Verhältnissen, dem Zustand der Gesellschaft determiniert. Also, und auch Wojciech Zerstörung, also durch entwürdigende Arbeit und das Experiment mit den Erbsen und so weiter, ist eigentlich einer der Grund für Maries Untreue. Also die Frage, warum geht denn Marie fremd? Wojciech kann ihr kein befriedigendes Sexualleben ermöglichen. Er schaut nur kurz rein. Er hat kein Geld für Geschenke, gegen das Tambourmajor. Er ist kein imposanter Mann. Er ist geschwächt durch diese Erbsendiät und kann natürlich sexuell nichts bringen. Und wie ist die Charakterisierung von Marie? Sehr sinnlich, elementar, triebhaft, fast animalisch. Der Tambourmajor wird von ihr so beschrieben, 1716 folgend, ein Mann wie ein Stier und ein Bart wie ein Löwe. Jetzt gemischt mit dem Klett-Zitat. Seine Triebhaftigkeit trifft sich mit derjenigen Maries, einer Frau, die er für geeignet hält, und jetzt kommt der Zitat, 1234 folgend, zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern und zur Zucht von Tambourmajors. Zitat geht weiter. Er erfüllt ihre natürlichen Bedürfnisse nach Sinnlichkeit, körperlicher Gesundheit, seelischer Unkompliziertheit, Luxus, Genuss und gemeinsamen Leben. So, jetzt habt ihr den Gegensatz zur Reklam-Interpretation. Die geht davon aus, es geht nur um Sex und nicht um Liebe und schon gar nicht um Heirat. Hier habt ihr eine andere, findet bitte eure. Meine ist glasklar, ich vertrete die Ansicht von Reklam. Hier geht es nur um Ausleben der Sexualität und nichts mehr. Aber findet bitte eure Position. Wojciech hat letztendlich nichts außer Marie und seinem Kind, 2233 fortfolgend. Zitat bei Reklam. Denn hierin zeigt sich eine natürliche und positive Beziehung zu anderen Menschen, denen er sich aus eigenem Wollen heraus zuwendet. Da sorgt einer für die, die ihm lieb sind, so gut er eben kann. Achtens, Thema Sprachlosigkeit. Ja, die Vereinsamung und der Mangel an gegenseitigem Verständnis ist ein Sprachproblem. Es gibt kein gemeinsames Gespräch über Lage, Gefühlsleben oder irgendein Problem. Man spricht in der Literatur,
in der Literatur von einem windschiefen Dialog, also, oder windschiefe Dialogen. Das heißt, es ist keine Verständigung möglich und der Dialog wird zum Monolog. So, und wie sieht es mit Wojciech aus? Also im Stück, Drama. Anstelle der Dialoge gibt es Lieder, Märchen, Predigten, Reden. Gell? Und die brauchen ja keinen Dialogpartner. Es ist also kein Austausch unter gleichberechtigten Gesprächspartnern vorhanden. Die Sprache wird, wenn sie gesprochen wird, dann als Mittel zur Machtausübung benutzt. Man redet einander vorbei. Der eine Partner duldet keinen Widerspruch beim Hauptmann oder ist unverständlich beim Doktor. Kein Sachverhalt wird geklärt. Zitat Glätt. Sprache dient dazu, die Herrschaft einiger Personen über andere zu sichern und die Erkenntnis der Realität zu verhindern. Es gibt ja auch kein Gespräch zwischen Marie und Wojciech. Wann macht denn Wojciech wesentliche Aussage zu seiner Lage und zu Marie? Die macht er beim Hauptmann. Und wo sagt Marie über sich zentrale Aussagen? Wenn sie allein ist, wenn sie selbst Gespräche in ihrer Kammer führt. Das sind aber keine Dialoge. Jetzt zum Gespräch beim Hauptmann. Hier ist ganz klar die Hierarchie und die sofort drohende Aggressivität. 23,7 folgend. So, aber jetzt kommt ein Punkt, das ist ein bisschen Widerspruch, aber es ist so. Wojciech kann sehr wohl argumentieren. Also die These, dass der Wojciech sprachlos sei, stimmt eigentlich so nicht. In 1622 fortfolgend erlebt ihr, also im Gespräch mit dem Hauptmann und Wojciech, erlebt ihr einen Wechsel der Gesprächsrollen. Plötzlich übernimmt Wojciech das Gespräch. Und der Hauptmann ist total irritiert. Er ist ganz konfus, heißt es 1627, und hilflos. Jetzt, der erste Vorwurf von ihm war, hey, dein Kind ist nicht getauft. Was sagt Wojciech? Ein Autoritätsargument. Nämlich ein Argument mit Jesus. Er ist sehr, sehr bibelfest, gell? Wojciech sagt, hey, lasse die Kindlein zu mir kommen. Alle Kinder sind gesegnet. Das heißt nicht nur die Getauften. Also mit dem Kind und dem Segen ist Markus 10, 13 bis 16. Zweiter Vorwurf. Hey, Wojciech, wilde Ehe. Nix Kirche, gell? Treib miteinander. Sagt er, Moment, pekuniäres Argument, 16, 29, 34, pekuniär, also Geld. Ich habe kein Geld für die Heirat. Die Heirat kostet 600 Gulden. Habe ich nicht. Kann ich also auch noch nicht heiraten. Dritter Vorwurf. Hey, Wojciech, du bist tugendlos. Und jetzt kommt das materialistische Argument. 17, 8 bis 15. Und dann kann er, klar, Büchner lässt grüßen. Wojciech sagt klipp und klar, bürgerliche Tugenden fordern materielles Wohlergehen. Und das habe ich nicht. Also, Tugend ist an finanzielle Möglichkeiten geknüpft. Und da hat der Hauptmann, da kommt der Hasekipper. Das kann man vergessen. So, also, hier zeigt sich, dass Wojciech sehr wohl argumentieren kann und sprechen kann, aber der Hauptmann lässt ihn letztendlich nicht. Jetzt beim Gespräch beim Doktor. Jeder Gesprächsansatz von Wojciech, da sagt der Arzt, hey, Unsinn, geistesgestört, 20 Szenen. So, und jetzt gibt es eine Argumentation, die ist speziell. Es geht um das Tier-Mensch-Verhalten, das Tierhaft-Mensch. Also tierhaft ist ein Wesen, das sich nicht erklären kann, sich nicht ausdrücken kann. 13, 30 fortfolgend. Es ist folgendes. Jetzt geht ihr mal im Kopf auf diese Marktszene, diesen Jahrmarkt, diese Messe. Da habt ihr den Marktschreier über sein Pferd. Und das Pferd kriegt so gewisse Aufgaben. Wegen mir ist es jetzt 16 Uhr. Dann fragt der Marktschreier das Pferd, wie ist es jetzt?
Also 16 Uhr ist es. Ist es jetzt 15 Uhr und das Pferd macht so? Jetzt fragt er, ist jetzt 16 Uhr und das Pferd macht so? Also es kann erklären, klar, es ist Dressur, ist ja logisch. So, und jetzt sagt er, und jetzt geht's weiter, jetzt sagt der Max Schreier, Zitat 1321 fortfolgend, das zu dem Pferd und zu den Leuten, das ist eine Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh. Ja? Also ich habe ja diese Vermischung. Das Pferd konnte sich erklären, laut Max Schreier. Und interessant ist natürlich, Wojcik hatte das Problem gehabt, er kann sich nicht erklären. Er kann, also bis auf den Hauptmann Zehnder, er kann normalerweise nicht sagen, was in ihm vorgeht. Ja? Es ist ihm nicht möglich, mit Leuten zu kommunizieren. Also ich habe ja diesen Bereich Tier-Mensch. Und dann gibt es noch etwas, das Denkmuster Wojciks ist das Gleichnis, also er nennt es die doppelte Natur, 2010. Also er sieht die Sonne oder sieht die Pilze, wie sie angeordnet sind. Also das ist die erste Natur, er sieht es. Und dann gibt er da eine Bedeutung, eine Auslegung. Und die sind natürlich Wahnvorstellungen. Es werden dann so kühne Metaphern, Endzeitgericht und sind die bösen Freimaurer, die da wirken und die Höhlen haben und so weiter. Also von der wahrgenommenen Wirklichkeit kommt er zu seiner psychotischen Deutung. Das ist der Übergang. Neuntens. Neuntes Thema Wahnsinn. Also es ist eine Psychose, und sie ist von Anfang an vorhanden. Also bei dem Historischen kam sie erst mit 30, aber hier beim Stück ist sie von Anfang an vorhanden. Büchner übernimmt das aus dem Gutachten, gell? Entweder aus dem Buch oder vermutlich aus der Zeitschrift, die zu Hause stand. Wojciks Wahnvorstellungen, Halluzinationen werden dann auch mit anderen Motivkomplexen verbunden. Also diese Vereinsamung Wojciks und die Sprachlosigkeit. Er kann sie nicht ausdrücken. Gell? Marie hat ja Angst vor ihm, vor seinen Störungen. Und das ist auch ein Grund, warum sie sich dann den Tambourmajor hinzuwendet. Der Andres, der führt ja gar kein Gespräch mehr mit seinem Kameraden. Der denkt, der ist krank. Also das bedingt natürlich auch die Vereinsamung Wojciks. Und jetzt dieses, der Fachausdruck, der Terminus technicus, aberratio mentalis partialis, der zweite Spezies, also kurz erklärt, es ist eine fixe Idee, gemischt mit allgemein vernünftigem Zustand. Also, gell, der ist ja wollte eigentlich vernünftig, er leistet seinen Dienst und erfüllt alle Aufgaben, aber hat eine fixe Idee. Jetzt ganz kurz, was ist die fixe Idee? Klar, die fixe Idee ist diese doppelte Natur. Er gibt allen Dingen und Geschehen diesen geheimnisvollen Sinn. Also, das ist ein Beispiel, 19.5 fortfolgend. Halluzination, Streif, Kopf rollt, Hobelspäne. Das ist eine Beschreibung einer, ich zitiere Königs, einer Hinrichtungsstätte, an der Gespenster walten und mit ihren Köpfen, also die Köpfen der Hingerichteten, kegeln. Hinweis, ein literarischer Hinweis. In Goethes Erlkönig wird für das sterbende Kind ein Nebelstreif, ist doch nur ein Nebelstreif, sagt der Vater, ein Nebelstreif zum Todessymbol. Halluzination. Das ist auch bei Wojcik. Und ist ein Punkt ist ganz wichtig. Er sieht ein göttliches Strafgericht, eine Antizipation, ein kommendes Gericht, 925 Folgen, ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaun. Er lebt im Bereich der Bibel, also der Endzeit, Johannes-Apokalypse. Königs, Wojcik will den göttlichen Auftrag der in ihm erklingenden Stimmen erfüllen, die Sünde aus der Welt zu vertreiben und zieht sich durch seine Natur dazu bestimmt. Also, wenn ihr das seht, wenn ihr diese Interpretation übernehmt, dann ist auch klar, dass im Auge von Wojcik
sein Mord an Marie nur ein Vollstrecken des Urteils ist, das bereits über Marie gefällt worden ist. Also sie ist eine Hure. Sie begeht Sünde und sie muss dafür bestraft werden. Und er führt es aus. Er macht diese Exekution wie ein Richter und Scharfrichter zugleich. Also das ist ein ganz anderer Innovationsansatz. Das ist ja die Störung. In ihm wird der Wind, die Stimmen des Windes zu Projektionen seines Geistes, 28,6 folgend. Stich, also hört den Wind, Stich! Stich die Zickwolfin tot, sagt's der Wind auch. Der Mord geschieht an dem Welch am Roten Kreuz. Also das ist eine Hinrichtungsstätte oder wo, ja. Königs. Dort vollzieht sich zwanghaft, was Wojciech von den ihn bestimmenden Mächten auferlegt bekommt. Also nicht selbst tut, er bekommt es auferlegt. Es ist seine Aufgabe, es zu tun. Das ist Sache der Zurechnungsfähigkeit, Diskussion. Und Wojciech sagt dann zu der ermordeten Marie, 36,20 fortfolgend, was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient mit deiner Sünde? Jetzt mit diesem roten Schnur, das ist ein Kennzeichen für Enthauptete, die wiederauferstanden sind. Also Enthauptete, also Hingerichtete. Es ist der Verfolgungswahn, 11,15, sagt Wojciech, ist hinter mir gegangen, bis vor die Stadt, ist. Ja. Zitat Klett, in der anonymen Macht des Es verkörpert Wojciech die Übermacht der Umstände, die ihn beherrschen, antreiben, quälen und peinigen. Zehntens, Thema Gesellschaft. Ganz kurz Information zur Geschichte. Die Völkerschlacht zu Leipzig war 1813, Sieg über Napoleon. Die Restauration auf dem Wiener Kongress, also Wiederherstellung des feudalistischen und feudalen Herrschaftssystems, 1815. Schlacht bei Waterloo, 1815, endgültiger Sieg über Napoleon. Das waren so zur geschichtlichen Einordnung. Ihr habt in dieser Zeit zwei gesellschaftliche Gegensätze, die Armen und die Reichen. Die Reichen spalten wieder auf in die feudale Klasse, also Fürsten, Adel, hohe Staatsbeamten, Offiziere, also Hauptmann, und liberales Bürgertum, das ist im Aufsteigen begriffen, liberales Bürgertum, Unternehmer, Finanzkreise, Intellektuelle, Doktor. Jetzt zur feudalen Klasse, Hauptmann, klar. Was bedeutet dieses feudale Gesellschaftssystem? Die Menschen sind eingeteilt in Ständen, in Unter- und Überordnung. Es gibt keine soziale Mobilität, also kein Aufstieg und auch kein Abstieg in einen anderen Stand. Und die ständische Ordnung ist Gott gewollt. Was ist die Rolle des Militärs? Sie ist ja nicht gedacht zur Schlacht gegen irgendwelche Feinde, sondern zur Unterdrückung der Opposition im Inneren. Und jetzt mal interessante Information, also das ist jetzt in Fakten. Was war das Leben der Offiziere damals? Inaktives, monotones Leben in den Garnisonsstädten. Und genau das habt ihr beim Hauptmann. Und der Hauptmann fürchtet jede Veränderung und auch jede schnelle Bewegung. Denn jede Veränderung bedeutet den Verlust der Macht. Der Machterhalt war nur möglich durch den Verzicht auf Lebendigkeit, auf Veränderung und so weiter. Und diese Feudalklasse fühlte sich allen anderen überlegen. Der feudale Stand hat sich letztendlich, natürlich hat er sich geschichtlich überlebt, er war ohne Zukunft, er war natürlich gefährdet, und das wusste natürlich auch der Hauptmann, oder ahnte es. Und er verteidigte, der Hauptmann oder auch der feudale Stand,
ihre Position mit religiösen Argumenten, also Gott gewollt. Und gegenüber Wojciech sagt der Hauptmann, Moral, hey, junge, uneheliches Kind, haha, das geht ja wohl nicht religiös begründet. Und in dem Moment, wo der Wojciech dann argumentiert, ist der Hauptmann total hilflos. Es gab die Vorstellung der Mildtätigkeit, der Fürsorge der oberen Stände für die unteren. Also Wojciech bekommt für seine Rasur nur ein Trinkgeld. Das hängt vom Goodwill des Hauptmanns ab. Ganz anders beim Doktor. Da ist ein Vertrag. Merkt ihr, das sind ganz andere Welten. Jetzt haben wir das liberale Bürgertum, der Doktor. Gelehrsamkeit natürlich, Wissen und Experimentier, Freude der modernen Naturwissenschaft, ist ein bürgerliches Gesellschaftsbild, also Rationalität, Konkurrenz und Vertrag. Also die menschliche Gesellschaft ist ohne transzendente Begründung. Also transzendente Begründung wäre Gott gewollt, also jenseitige Begründung, Gott gewollt, wie im Feudalismus, hier nicht, hier zählt Leistung. Im Unterschied zum Hauptmann muss der Doktor aktiv sein. Er muss arbeiten, er muss sich der Konkurrenz stellen, er muss besser sein als seine Kollegen. Fortschritt, Veränderung, das ist die Welt des Doktors, die Welt des liberalen Bürgertums. Und er hat mit Wojciech einen Vertrag geschlossen, im Gegensatz zum Hauptmann. Er hat mit ihm einen Vertrag geschlossen gegen Bezahlung seinen Wojciechs Körper für wissenschaftliche Experimente. Der Vertragspartner Wojciech, na gut, der hat nicht viel Freiheit gehabt, seine Armut erzwang diesen Vertrag letztendlich. Und diese Freiheitsphilosophie des Doktors, man hat einen freien Willen, ist im Sinne von Büchner natürlich nur eine scheinbare Freiheit, die einer tatsächlichen Unfreiheit gegenübersteht. So, und die Gegenleistung natürlich, die dann der Wojciech erbringt, ist dann seine Gesundheit, ist ja klar. Aber es gibt auch einen Vertragspartner, Doktor. Und dieser Vertragspartner braucht für seine Experimente Versuchspersonen. Also es sind zwei, die einander brauchen, aber nicht auf gleicher Ebene den Vertrag abgeschlossen haben. So, jetzt Endrunde. 11. Gesamtaussage, Märchen der Großmutter. Selbstinterpretation des Stücks, also das muss man sagen, dieses Märchen ist wirklich eine Selbstinterpretation. Da wird eigentlich alles zusammengefasst. Und es steht ja auch fast am Ende, kurz vor der Mordung Maries. Ihr wisst ja, die Grundidee des Dramas kann ja nicht in Dialogen aufgezeigt werden. Geht ja nicht. Die sind ja sprachlos, mehr oder minder. Die Figuren sind ja durch die gesellschaftlichen Verhältnisse determiniert, festgelegt und leiden, wie gesagt, unter dieser Sprachlosigkeit. Also die Kommentare im Drama werden eingebaut in einer anderen Form. Nämlich hier durch das Märchen. Also keine Dialoge, sondern Kommentar. Märchen. Das Märchen der Großmutter ist ein Anti-Märchen letztendlich. Es spiegelt das Elend Wojciechs. Also jetzt ganz kurz zum Märchen der Großmutter. Es gibt so ein armes Kind, der Vater tot und die Mutter ist tot und niemand ist mehr da. Es weinte, 32, 26, Tag und Nacht. Nun sieht es den Himmel und denkt, der ist so freundlich, 32, 98, von aus der Ferne sieht er ihn, boah, Sonne, Mond, Sterne, alles so schön, ich gehe mal dahin. Und aus der Nähe, jetzt kommt's, sind sie Trugbilder, 32, 30, fortfolgend. Der Mond ist ein Stück faules Holz, die Sonne, ein verwelkte Sonnenblume, die Sterne sind kleine goldene Mücken. Die Himmelskörper sind tot. Naja, jetzt kehrt sie zurück, das arme Mädel. Und alles noch viel schlechter geworden. Jetzt hat sie nicht einmal eine Hoffnung mehr. Gell? Und wie ist die Welt, wie ist die Erde für dieses arme Kind? Ein umgestürzter Hafen, also Nachttopf.
ein umgestürzter Nachttopf. Was ist das Ende? Es ist die völlige Verlassenheit und die Hoffnungslosigkeit. Das macht es ja zum Anti-Märchen. Himmel und Erde sind feindlich und abweisend. Jetzt das andere Märchen, das ihr kennt vermutlich, Märchen von Sterntaler. Wieder armes, verlassenes Mädchen, wieder ganz schlimm. Es ist gut und es ist fromm und es vertraut dem lieben Gott. Jetzt macht sie sich auch auf die Wanderschaft, da zu Sternen und so weiter. Aber unterwegs hilft sie allen, die ihr begegnen, gibt sie irgendetwas. Sie hat ja fast nichts, aber was sie noch gerade noch hat, gibt sie weg. Und am Ende ist sie nackt. So, und nachts fallen die Sterne als laute, harte, blanke Taler vom Himmel. Und dann kriegst du da so ein Kleidle und dann kannst du die ganze Taler mit auffangen. Jetzt, wenn man diese Märchen vergleicht, beide Märchen beginnen mit Armut und Verlassenheit. Bei dem Grimmschen Märchen ist eine moralische Lehre dahinter. Also Freigebigkeit, Mädchen hat ja alles gegeben, ist eine christliche Tugend, Caritas. Die wird belohnt und der Lohn ist größer als das Opfer. Die Welt ist als ein sinnvolles Ganzes. Jetzt gehen wir zur Großmutter. Keine Erlösung. Das Mädchen steht am Ende noch blöder da und noch schlechter da und noch armseliger da als am Anfang. Es wurde ihm die Illusion geraubt, im Himmel wäre es besser. Und die Welt hat keinen Sinnzusammenhang. Erde und Himmel sind abweisend, alles tot. 32, 24 folgend. Und das Märchen benutzt Motive, Erzählstrukturen aus dem Volksmärchen, das stimmt, es wirkt wie ein Märchen und versetzt diese Personen in eine illusionslose, entzauberte Welt und das macht es zum Anti-Märchen. Wenn ihr euch überlegt, wo steht denn das Märchen der Großmutter? Es steht an entscheidender Stelle. Danach kommt die Wendung zur Katastrophe, zum Mord. Das Märchen ist eine Allegorie, fast bildhaftes Gleichnis, Allegorie der Verlassenheit und eine Vorausdeutung oder eine Antizipation auf das Schicksal des Sohnes, des kleinen Babys von Marie und Wojciech. Bald wird dieses arme Wesen ohne Mutter und ohne Vater sein. Und das, was das Märchen aussagt, ist die hoffnungslose Lage der kleinen Leute, also dem Wojciech und wie sie alle heißen, Klett. Genau wie das Stück hat auch das Märchen ein offenes Ende. Es hört auf und verstummt ohne Lösung, Hoffnung und Perspektive. Und genauso ist es auch bei dem Werk Wojciech. Das Märchen der Großmutter ist das Sinnbild des gesamten Dramas Wojciech. Stark, die Heillosigkeit von Himmel und Erde als Essenz, als Grundaussage, als Essenz des Märchens deckt sich mit Wojciechs Situationsbeschreibung. Zitat 16,32 folgend. Unser Eins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt. So, das war jetzt die Gesamtinterpretation. Ich denke, ich habe so das Wichtigste rübergebracht. Ich will noch einmal, wenn ihr die Materialien sucht und braucht, runterladen wollt oder reinschauen wollt, mein Name Klaus Schenk, www.klausschenk.de. Ich habe da zwei Homepages. Eine, die obere, sind die Schulmaterialien. Die andere kommt aus der Schülerzeitungstradition und Linie, die ist die modernere. Aber auf beiden habe ich es drauf, bisschen anders gestaltet. So. Bitte durchdenkt das ganze Werk. Also, ich bleibe bei meiner Meinung, weil ich vorhin gesagt habe, seid nicht kritiklos. Überlegt auch seht auch mal die Psychologie, sage ich mal so. Euch wünsche ich interessante Gespräche über das Werk.
viel Freude an diesem Nachdenken, viel Freude am Unterricht und dann natürlich ein gutes Abitur, vorher noch gute Klassenarbeiten hier zu Büchners Wojciech. Euch alles, alles Gute.